Zorro ist jetzt schon extrem stark. Und es passieren immer Sachen, die Zorros Stärke weiter in die Höhe ziehen. Im Wano Kuni Arc bewies Zorro uns schon seine Stärke und des Weiteren zeigte er noch mehr Potenzial, welches er besitzt, indem er das Königshaki anwendete oder die stärkste uns bekannte Attacke bis jetzt in One Piece abwehrte und teilweise stoppte. Er ist noch lange nicht auf Kaiserniveau, jedoch wie wird es am Ende von One Piece aussehen? Wird Zorro am Ende von One Piece stärker sein als ein Kaido jetzt? Um dies herauszufinden, müssen wir Parallelen ziehen. Vergleichen können wir dies mit den Roger Piraten. Wir sind uns alle einig, dass Roger und Whitebeard mit die stärksten Piraten in ganz One Piece waren. Fakt ist auch, dass Ruffy Roger übertreffen wird. Er wird das schaffen, was Roger nicht geschafft hat. Und somit muss er stärker werden, auch wenn der Piratenkönig nicht unbedingt nach Definition der Stärkste sein muss, wird Ruffy sehr sicher stärker als Roger und Whitebeard sein. Also wenn wir Ruffy ein bisschen über Roger und Whitebeard setzen, also am Ende von One Piece den Prime Ruffy, wirklich ein kleines bisschen über Whitebeard und Roger setzen, dann können wir uns nun daran orientieren. Und wir haben schon mehrmals gesagt, dass Kaido und Big Mom zum Beispiel etwas schwächer sind als Roger und Whitebeard. Und ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, weil der Piratenkönig war der stärkste und Whitebeard konnte mit ihm mithalten. Wir gehen hier von den Prime-Versionen aus, was wir auch im Anime vor kurzem gesehen haben. Und da Kaido und Big Mom momentan in ihrer Prime sind, können wir davon ausgehen, dass sie schwächer sind als Roger und Whitebeard, aber ganz wenig schwächer. Weil das hat Oda uns mit dem Kampf mit Oden auch verdeutlicht. Kaido war in seiner Prime, würde ich von ausgehen, als er gegen Oden gekämpft hat und er hatte viel mehr Probleme als zum Beispiel ein Whitebeard in seiner Prime. Und ich denke, ich brauche gar nicht viel drüber zu reden, wer denkt wirklich, dass Kaido stärker als Roger Prime war, hat ein Problem. Wenn ihr mir nicht glauben wollt, dann schaut euch nochmal den Kampf Roger oder Whitebeard gegen Oden an in ihrer Prime und dann nochmal Kaido, der ja auch eigentlich in seiner Prime war, gegen Oden, dann seht ihr eigentlich, was so der Unterschied zwischen den beiden Prime-Versionen ist. So, da wir jetzt unseren Ruffy am Ende von One Piece und die Kaiser jetzt schrägstrich in ihrer Prime haben, können wir vielleicht ungefähr sagen, wo Zorro am Ende von One Piece hier zuzuordnen ist. Zorro wird der zweite Mann des Piratenkönigs und der beste Schwertkämpfer der Welt. Hier möchte ich Shanks einbringen. Shanks ist doch definitiv mindestens auf dem Level der anderen Kaiser. Ich glaube nicht, dass er so stark ist wie ein Roger einst war. Er hat eine Narbe von Blackbeard bekommen und so weiter, aber wir sind uns alle einig, wenn ich sage, Shanks ist auf der Höhe von Kaidos Position zum Beispiel. Ich denke, wenn wir jetzt in Zukunft was sehen, wird er glaube ich sogar ein Ticken stärker sein. Also ich persönlich denke, er ist ein Ticken stärker, aber ich habe keine Fakten, womit ich das begründen kann. Deswegen setze ich ihn hier auf das Level der anderen Kaiser, wie Big Mom und Kaido. Jedoch ist es hier fair, wenn wir sagen, dass er momentan auf dem Level ist, aber in Zukunft auf jeden Fall drüber sein wird, wenn wir mit dem Königshaki mehr arbeiten. Wenn wir wissen, was das Königshaki ist, weil wir gehen davon aus, dass er das stärkste Königshaki hat und das wissen wir teilweise auch. Und da wird, denke ich, der Punkt sein, wo wir sagen, okay, ach du Scheiße, Shanks ist stärker als ein Kaido. Jetzt zu Respekt gegenüber den anderen Kaisern und gegenüber Respekt den Fakten, die wir haben, setze ich ihn mit Kaido und Big Mom gleich. Jetzt kommt aber der Punkt, meine Freunde. Es ist Fakt, dass Mihawk Shanks Rivale ist. Das wurde gesagt und wenn Ruffy Piratenkönig ist, wird Zorro auch der beste Schwertkämpfer sein. Das heißt, wenn wir Mihawk auf Shanks Level setzen, was ja so bestätigt wurde, indem man sagt, er ist Shanks Rivale. Rivalen, nach Definition Leute, sind Gegner, die meistens auf ungefähr dem gleichen Level sind. Ungefähr. So müsste Zorro doch, wenn er der beste Schwertkämpfer ist, also wenn er Mihawk übertroffen hat, auch stärker als Kaido und Big Mom sein. Weil wenn Shanks und Mihawk auf einem Niveau sind, ungefähr auf einem Niveau, muss er doch, wenn er stärker als Mihawk ist, auch stärker als zum Beispiel ein Kaido oder Big Mom sein. Und es ist sehr schwierig hier gegen zu argumentieren, weil dies auf Fakten beruht, Leute. Wenn ihr ein Gegenargument habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weil die Position von Falkenauge hier aber nur auf diesen einzigen Fakt beruht und nicht auf Kampfhandlungen, die wir gesehen haben, setze ich Falkenauge etwas unter Shanks und auch einen unter Kaido und Big Mom damit. Jedoch, wenn Zorro stärker als Mihawk sein wird, dann wird er in seiner Prime, also der Prime Zorro wird auf dem Niveau von Kaido und Big Mom sein. Das ist Fakt, weil wenn er wirklich stärker als Mihawk sein wird, was bestätigt ist, weil er wird irgendwann der beste Schwertkämpfer, jetzt davon können wir ausgehen, dann wird er Mihawk übertreffen, den wir jetzt aus Respekt zu den Fakten ein bisschen unter Shanks und unter Kaido
positioniert haben, dann wird ein Prime Zoro, wenn er Mihawk übertrifft, mindestens auf dem Niveau von Kaido, Big Mom jetzt sein. Auch wenn es schwer zu glauben ist, Leute, dies beruht auf Fakten und ich finde, hier ist es sehr schwierig, eine Lücke zu finden. Wenn ihr andere Argumentationen habt, dann könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Aber das hier war mein Zoro-Ranking, wie Zoro am Ende von One Piece, auf welchem Niveau er sein wird. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass Zoro Prime am Ende von One Piece auf dem Niveau von Kaido und Big Mom jetzt sein wird. Also auf Kaiser-Level. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das war mein erstes Power-Ranking. Ich tue mich da noch ein bisschen schwer und habe hier wirklich versucht, nur aus Fakten zu argumentieren, weil in einem Power-Ranking ergibt es keinen Sinn, wirklich da die eigene Meinung mit oder eigene Interpretation mit reinzubringen. Schreibt Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Mich würde es freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, Leute. Das war's von mir. Haut rein. Peace out, euer Kadiro.